Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich bin auf der Seite testedich.de. Das heißt, ich möchte mit euch zusammen heute mal ein Quiz machen. Und zwar ein Dinosaurier-Quiz. Ich möchte testen, wie gut mein Wissen ist. Und es wäre auch schön, wenn ihr zu Hause auch mitratet und mir dann am Ende des Videos in die Kommentare schreibt, wie viele Fragen ihr hier richtig beantwortet habt. Und wir werden natürlich ein Dinosaurier-Quiz machen. Dafür werden wir jetzt erstmal hier oben einmal Dinosaurier eingeben. Ich habe da jetzt noch nicht geguckt. Gott, Kategorien gibt es ja einmal und Quizzes. Wie gut kennst du dich mit Dinosauriern aus? Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Also ich würde sagen, wir machen das Quiz und wir gucken gleich mal, wie viele Fragen das sind. Wie gut kennst du dich mit Dinosauriern aus? Magst du die Uhrzeit? Dann mach doch dieses Quiz. Okay, das ist schon die erste Frage. 1 von 10 Fragen. Okay, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mitratet und auch mitzählt, wie viele Fragen ihr richtig gemacht habt. Weil würde mich mal interessieren, ob ihr besser abschneidet als ich oder schlechter oder gleich. Ich glaube nämlich, ich werde mich total blamieren hier. Aber gut, schauen wir mal. Also wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Die erste Frage ist als erstes mal eine leichte Frage. Das ist schon mal gut. In welchen Zeiten lebten die Dinosaurier? Vorsicht, nicht welche gab es, sondern in welcher lebten sie? Okay. Perm, Kambrium und Carbon? Nein. Wurstel? Nee, gibt's gar nicht. Trias, Jura und Kreide? Jo, das wird sein. Salbu-Union, Dinschi, Quarter, Silur. Okay, das ist natürlich Trias, Jura und Kreide. Wissen wir natürlich, wir sind ja Experten. Schicken wir ab, sollte richtig sein. Welcher benannte Fleischfressersaurier war der größte? Ah ja, ja, Fleischfressende, Entschuldigung. Das wird jetzt schon wieder schwierig. Also Compi ist es schon mal nicht, der ist nämlich mega klein. Ornitholestes, glaube ich auch nicht, habe ich noch nie gehört. Coelophysis, habe ich auch noch nie gehört. T-Rex oder Giga? Ich glaube, der Giganotto war ein bisschen größer, ne? Schreibt man den mit H? Ich dachte mal, man schreibt den ohne H. Kommt mir so komisch vor, die Schreibweise. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob mir das nur so vorkommt. Ich glaube, der Giga ist größer als der T-Rex, oder? Also der Compi ist dieser ganz kleine von Jurassic Park, der immer in so einer Riesengruppe kommt. Dieser ganz, ganz kleine, den kennt ihr sicherlich von Ark oder von Jurassic Park halt. Die beiden hier kenne ich nicht. Die können wir vielleicht gleich mal googeln. Ja, ich google... Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich nochmal zurückspringen kann bei der Frage. Egal, wir geben mal Giga an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke mal, der Giga war größer als der Rex. Und ist das jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ich glaube, wir werden es echt erst am Ende erfahren. Ach, wie doof. Was war das Besondere an dem Utahraptor? Er war so dämlich... Nee, das ist natürlich falsch. Der war natürlich klug. Er war sehr aggressiv gegenüber Artgenossen. Er war sehr intelligent und hatte ein sehr soziales Rudelverhalten. Er war der schnellste Saurier, er ernährte sich von Pflanzen und Fleisch. Also ich denke mal, hier wird die Antwort sein, er war sehr intelligent und hatte ein sehr soziales Rudelverhalten. Dafür sind Raptoren ja eigentlich so bekannt und ich glaube nämlich nicht, dass er sich von Fleisch und Pflanzen ernährt. Und der schnellste war er mit Sicherheit auch nicht, weil der relativ klein war. Aggressiv gegenüber Artgenossen macht keinen Sinn bei Raptoren und dämlich war er auch nicht. Also ich denke mal, die Antwort sollte richtig sein. Frage 4. Gibt es noch Tiere aus der Urzeit? Klar, Quastenflosser, Pfeilschwanzkrebs und den Nautilus. Also diese beiden habe ich schon mal gehört, aber Nautilus? Kenne ich nur als League of Legends Champion. Okay, klaro, ein T-Rex geht jeden Tag bei mir Brötchen kaufen, natürlich. Quatsch, hallo, wir leben hier in der Neuzeit. Nein, es gibt nur die Vögel, die sich aus Dinosauriern weiterentwickelt haben. Ja, es gibt den... seid mir nicht böse, der vor 3 Jahren in einem Sumpf entdeckt wurde. Ich glaube, die Frage werden wir verkacken, Leute. Also, entweder diese Antwort, denke ich, mit den Vögeln oder das hier oben. Aber ich dachte zum Beispiel, bei Fischen gibt es doch auch einige, die noch so ziemlich urzeitähnlich sind, oder nicht? Zum Beispiel der Stör. Das ist doch auch so. Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Also, ich glaube, wenn dann diese Antwort. Weil die sollen ja ausgestorben sein damals. Und wahrscheinlich gibt es nur noch die Vögel, die sich aus den Dinos dann weiterentwickelt haben. Ich tippe das jetzt einfach mal. Wenn ich falsch bin, habe ich Pech gehabt. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nämlich auch nicht, was Nautilus sein soll. Quastenflosser, was war denn das nochmal? Pfeilschwanzkrebs. Aber ein Krebs klingt jetzt auch nicht so urzeitmäßig. Quastenflosser habe ich schon gehört, ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Nautilus, keine Ahnung. Egal, machen wir die Antwort mit den Vögeln. Nächste Frage, die 5. Welcher Saurier heißt übersetzt
gute Mutterechse. Eieiei. Megalosaurus. Der Megalosaurus ist, glaube ich, der Beag, der immer schläft, ne? Mutaborasaurus. Okay. Ist er nicht Mutabura? Ist doch falsch geschrieben, oder? Ist er nicht mit Bura geschrieben? Mit Doppel-R und U? Mayasaurus, Allosaurus, Coelophysis. Schon wieder Coelophysis. Den hatten wir vorhin auch schon. Okay, Leute, da kann ich wirklich nur raten. Ich schließe den hier aus. Das ist ein Fleischfresser. Das ist auch ein Fleischfresser. Da weiß ich es nicht. Ich schwanke zwischen den beiden, auch weil die mit M anfangen. Und da der hier falsch geschrieben ist, meiner Meinung nach, würde ich jetzt auf den Maya tippen. Bin mir aber nicht sicher. Ich klick's mal an. Also ich muss hier wirklich raten. Okay, ist echt schade, dass man nicht die Antwort direkt sieht. Oder ist es so, dass wenn man falsch ist, dass es angezeigt wird? Das kann natürlich auch sein und wir haben alles richtig. Wer weiß. So, wer war der längste pflanzenfressende Saurier? Der längste? Okay, längste heißt nicht größte, also nicht von der Höhe. Das heißt von der Länge. Das wird wahrscheinlich der Diplodocus sein, der hier auch auf dem Bild zu sehen ist, oder? Anurognathus kenne ich nicht. Stegosaurus ist es nicht. Liopleidoron kenne ich auch nicht. Brachiosaurus war wahrscheinlich höher. Aber der Diplodocus dürfte länger gewesen sein, weil ihr seht ja, der hat halt nicht so eine Körperhaltung nach oben, sondern eher so eine längliche Körperhaltung. Und der ist hier auch auf dem Bild. Ich denke mal, das ist ein Tipp. Und deswegen tippe ich auf den Diplodocus. So, in welcher Zeit, die siebte Frage schon, in welcher Zeit starben die Dinosaurier aus? Eieiei. Oh Gott. Kreide, Cambrium, Jura, Carbon. Ich sag doch, ein T-Rex geht jeden Morgen bei mir Brötchen kaufen. Okay. Ich tippe. Was war denn jetzt vorher? Jura oder Kreide? Also ich tippe mal, eine von den beiden Zeiten sind die ausgestorben. Weil sie haben ja in den Zeiten gelebt. Es kann ja nur diese Zeit sein. Eine von den beiden. In der haben sie ja nicht gelebt. Also können sie dort auch nicht ausgestorben sein. Oberkreide gibt es, späte Kreide. Was gibt es bei Jura? Ich glaube. Also ich weiß, dass bei Jurassic World Evolution viel weniger Dinosaurier aus der Jura-Zeit kommen und viel mehr aus der Kreidezeit. Ich glaube auch allgemein, dass viel mehr Dinosaurier aus der Kreidezeit bekannt sind, weil die einfach noch nicht so alt sind, die Skelette, und deswegen bessere und mehr Funde gemacht wurden. Deswegen tippe ich hier auf Kreidezeit, weil es einfach noch nicht so lange her ist und deswegen mehr Skelette vollständiger gefunden wurden und sowas. Und deswegen sind wahrscheinlich aus der Jurazeit nicht so viele Arten bekannt. Also ich tippe jetzt einfach auf Kreide. Ist auch so halb geraten, aber auch so ein bisschen hergeleitet. So, das ist eine lange Frage. Welche Theorie gibt es über den Hals des Brachiosaurus? Theorie, der Hals war ein ausgeprägter Dickdarm. Na, ist falsch. Theorie, dass das Essen nicht den ganzen Weg durch den Hals zum Magen machen musste, sondern dass der Hals im Magen war. Auch Quatsch, oder? Dass dort mehrere Herzen wären, die das Blut in den Kopf zum Gehirn pumpen. Dass dort mehrere Herzen wären, die das Blut zum Kopf... Auch ein komischer Satz, ne? Macht irgendwie auch keinen Sinn in meinem Kopf. Er war ausfahrbar wie ein Teleskop. Auch Schwachsinn. So, Theorie war, die Organe des Sauriers befanden sich im Hals, während der Körper des Brachiosaurus nur eine riesige Kloake war. Deswegen musste er auch selten Kot ablassen. What? Okay, die Frage, da bin ich komplett raus. Warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen. Also er frisst so Blätter. Dickdarm macht ja keinen Sinn. Die müssen ja erst verdaut werden im Magen und dann würden die in den Darm kommen. Also das macht keinen Sinn. Das ist Schwachsinn. Dass das Essen nicht den ganzen Weg durch den Hals im Magen machen musste, sondern dass der Hals im Magen war. Dass der Magen im Hals war, würde Sinn machen. Aber so macht es doch gar keinen Sinn. Dass der Hals im Magen war. Wie soll das denn gehen? Wer? Okay, das ist wirklich Schwachsinn, die zweite Antwort. Wenn die richtig ist, dann hat der Ersteller dieses Quizzes wirklich Mist gebaut. Okay. Dass dort mehrere Herzen wären, die das Blut in den Kopf zum Gehirn pumpen. Okay, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ist aber auch komisch formuliert, muss ich sagen. Dass dort mehrere Herzen wären, die das Blut... Also, dass er mehrere Herzen hat... Die Durchblutung fördern, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist Schwachsinn. Die Organe des Sauriers befanden sich im Hals, während der Körper... Das ist auch Schwachsinn. Also, als ob hier alle Organe sind und der ganze Körper einfach nur eine Kloake ist. Das muss das mit den Herzen sein. Ist nur ganz, ganz komisch formuliert. So,
Wie groß waren die Zähne eines T-Rex? Da habe ich auch keine Ahnung. Am Anfang waren sie groß, aber dann wurden sie kleiner, weil er sie nicht putzte. Wow. Im Vergleich zu seinem Kopf waren sie sehr klein. So lang wie meine, noch auch Schwachsinn. Ungefähr so groß wie ein Küchenmesser. K1 bis 2 Meter. Das ist auch Schwachsinn. Wahrscheinlich ungefähr so groß wie ein Küchenmesser. Da gehe ich jetzt mal von aus. Also sie sind wahrscheinlich relativ groß. Aber im Vergleich zu seinem Kopf waren sie sehr klein. Ja, das ist halt auch so Auslegungssache, ne? Ich meine, der T-Rex hat schon einen sehr breiten und großen Kopf. Aber ich vermute mal, dass dort diese Antwortmöglichkeit gefragt ist. Und damit sind wir schon bei der letzten Frage. Das ging jetzt, glaube ich, echt schnell. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh, 12 Minuten schon, okay. Welcher war der erste Vogel? Da bin ich raus. Okay, wir müssen ein Ausschlussverfahren machen. Postosuchus, kenne ich nicht. Steudocilix, kenne ich nicht. Ankylosaurus, kenne ich, ist es nicht. Archaeopteryx. Ach, den kenne ich. Lol, ich habe es nur falsch vorgelesen. Archaeopteryx, den kenne ich. Ich glaube, das ist sogar der erste. Rotkehlchen, ist auch Schwachsinn. Das ist natürlich ein Vogel aus der heutigen Zeit. Das habe ich schon mal gehört und ich glaube, das ist ein Vogel und der ist schon sehr, sehr alt. Die beiden hier oben können es auch sein. Die kenne ich nämlich leider nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen mit dem Archaeopteryx, weil ich weiß oder ich glaube, es ist ein Vogel und ich hoffe einfach mal, dass es der erste Vogel war. Die Auswertung. Jetzt bin ich gespannt, wie gefailt wir haben. Oh, wie gut kennst du dich mit Dinosauriern aus? Supidupi, du kennst dich wirklich gut aus. Geh doch mal auf blablabla. Wollen wir nicht? Du hast 9 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Ich bin stolz auf mich. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir falsch gemacht haben. Im Durchschnitt haben die 500 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,46 richtige Antworten gegeben. Okay, ich bin Experte, so wie es aussieht. Jetzt will ich aber sehen, was falsch war. Frage 1. Mit der Zeit, wo sie lebten, haben wir richtig. Der Giga war größer als der T-Rex, haben wir auch richtig. Der Uteraptor haben wir auch richtig. Oh, hier. Frage 4 haben wir falsch. Gibt es noch Tiere aus der Urzeit? Ah, da war wirklich die Antwort richtig, die ich auch, ja, wozwischen ich geschwankt habe. Quastenflosser, Pfeilschwanzkrebs und den Nautilus. Ich würde sagen, wir googeln die mal eben. Ich will mal wissen, was das für welche sind. Ah, interessant. Der sieht ja cool aus. Also wirklich sehr, sehr interessant. Was war das noch? Pfeilschwanzkrebs. Das googeln wir natürlich auch. Pfeilschwanzkrebs. Ach, das ist der. Der heißt Pfeilschwanzkrebs. Das ist, darüber habe ich sogar letztens im Stream gesprochen. Das ist der Kabuto. Dingsbums. Der Kabuto-Abklatsch. Der ist auch echt interessant, ne? Ist hier auch ein größeres Foto? Den gerne mal sehen, ein größer. Hier sieht man ihn von unten. Hat halt so einen riesigen Panzer. Hier hinten so eine Pfeilspitze. Ich weiß gar nicht, ob er das als Waffe benutzt hat. Wäre auch mal interessant zu wissen. Oh, nicht schlecht. Okay. Und den Nautilus. Da kommt wahrscheinlich jetzt der LOL-Champ. Nautilus. So. Aha, okay. Der Nautilus ist so eine... Ist das eine Muschel? Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall der Abklatsch von Amoroso oder sowas. Ammonita? Wie heißt der von Pokémon? Okay, auf jeden Fall sind die, sind das Pokémons. Daher kenne ich die zumindest. Also das gibt's ja auch. Es gibt einmal, sind die beiden, wie heißen die denn nochmal? Ist ja auch egal. Reptilien oder so? Ich weiß noch nicht mehr. Die beiden Urzeit-Pokémon sagt man auch, ne? Ich glaube schon, Kabuto und Ammonita, Amoroso. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der Name genau ist. Aber egal, ich finde, wir haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. Der Rest war natürlich richtig, den wir hatten. Und damit haben wir 9 Fragen richtig beantwortet. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, wie ihr das Ganze fandet. Und schreibt mal in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet hättet. Und ich glaube, auf dieser Seite kann man sich anmelden und sogar Quizzes erstellen. Vielleicht könnt ihr ja mal ein Quiz für mich machen und mir das im Discord schicken. Und dann kann ich das mal in einem Video beantworten oder sowas. Wäre vielleicht auch interessant. Falls ihr sowas macht, achtet bitte so ein bisschen auf die auf den Satzbau und die Rechtschreibung, weil das ist sonst sehr, sehr anstrengend zu lesen. Und dann kann es gut sein, dass ich sage, nö, mach ich nicht. Ansonsten, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein, euer Danny.